Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind mitten auf der Flucht vor viel, viel Wasser. Das wird nochmal eine Qual werden. Ich habe mir jetzt tatsächlich doch das Video zu Ende angeguckt. Diese Passage ist noch sehr, sehr lang.
Okay, ja. Ich habe jetzt mal, auch wenn ich sie sonst nicht gucke, obwohl ich sie sehr sympathisch finde, aber es ist einfach nicht so. Ich gucke halt nur kleinere Let's Player, aber ich habe mal bei Tyrafine reingeguckt. Die sagt euch bestimmt was. Sie ist mittlerweile Community Managerin bei Bethesda. Übrigens sehr cooler Move. Das ist ein Traumjob. Anscheinend gab es, bevor die Definitive Edition war, noch nicht mal ein Checkpoint in der Mitte, so wie ich das jetzt hier habe, sondern man musste wirklich mal komplett von vorne anfangen. Ich hoffe, dass mir das jetzt zum Gucken geholfen hat, das ein bisschen zu begreifen, verstehen. Ich habe gesehen, dass sie es ein bisschen anders macht an gewissen Stellen. Was sie aber auch bemängelt hat, ist, dass egal wie schnell man versucht hochzukommen, egal wie, das Wasser ist immer gleich schnell hinter einem. Sonst wird es überhaupt nichts bringen, Abstand zu dem Wasser zu bringen. Das hätten sie nicht machen brauchen. An der Stelle, wo ich da immer scheitere, ne, da geht es danach noch weiter. Machst du bitte mal? Oh, du Hurensohn! Oh nein! Ich bin voll am... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na gut, ich bin ein bisschen weiter gekommen. Jetzt bin ich kein Stück weiter gekommen. Ich will das noch schaffen, weil ich habe halt wirklich keine Ahnung, ob, wenn ich jetzt aufhöre, da der Speicherpunkt weiterhin ist. Und das macht mir Sorge. Und deswegen kann ich es jetzt nicht beenden. Warum? Uri, ich habe X gedrückt. Könntest du das X bitte auch mal akzeptieren? Oder ist das zu viel verlangt? Anscheinend ist das zu viel verlangt für das Uri. Wenn man denn da nicht ins Wasser springt. Naja. Ey, ich weiß manchmal nicht, wovon das abhängt. Aber sie bemängelt auch einen Fehler und du bist halt am Arsch. Da kannst du machen, was du willst. Und das macht es unfair. Das macht es wirklich unfair. So wie hier. Das könnte sein, dass es das nämlich schon mit mir gewesen ist. Ja, habe ich doch gesagt, das war's mit mir. Ach, doch beschissen. Vor allem, du kannst noch so einen guten Run haben. Wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Scheiß auf den guten Run. Ich muss den scheiß Frosch benutzen. Gedrückt, Leute. Ich näher mich. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mich näher, aber ich näher mich. Hm.
Das kannst du nicht sein. Ich näher mich dem Ausgang, Leute. Ich näher mich ihm wirklich. Es ist nicht so, dass ich nicht Licht am Ende des Horizontes sehe. Danach kommt, glaube ich, nämlich nicht mehr so viel. Schalter. Aber ich gebe jetzt nicht auf. Ich will nicht aufgeben, Leute. Ich will nicht aufgeben. Egal. Weil nach der Spinne kommt nicht mehr so viel. Edition den Savepunkt gar nicht irgendwie dahin gepackt haben, sondern du wirklich einfach weitermachen musstest. Also man kann dem Wasser durchaus... Nein, man kann ihm nicht weglaufen. Ich wollte gerade sagen, es geht schon, dem Wasser doch halbwegs zu fliehen, wenn man Scheiße gebaut hat. Jetzt bin ich wieder aus dem Flow raus. Ich war aus dem Flow raus. Ich bin völlig aus dem Flow jetzt gerade raus. Ich habe X gedrückt, Leute. Er nimmt es nur manchmal einfach wirklich nicht an. Ich verstehe auch nicht, wie ich einfach 6, 7 Runden ein völliges, flüssiges Spielerlebnis habe und dann denkt sich das Spiel, nö, nö. Ach komm. Das war dumm von mir. Das war genauso dumm von mir. Schon wieder 8 Minuten dran. Mal gucken, ob ich da einfach zusammenschneide oder euch wieder schnell Durchlauf mache oder was immer. Ich geb doch. Ich sag doch, keinen Fehler, nicht einen einzigen Fehler davon machen. Du musst den perfekten Run haben, sonst läuft's nicht. Bleib doch noch ein bisschen hängen, Ori. Wir haben ja auch so viel Zeit, ne? Kletter ruhig noch langsamer, Ori. Bitte, kletter langsamer. Das ist so gemein. Wie soll ich die Stelle denn schaffen? Ach, vermutlich für alle Stellen hier, ne? Mit Geduld. Gamepad von Xbox deutlich smoother zu spielen als bei Switch. Und ich verstehe das nicht, weil eigentlich sollte das keinen gravierenden Unterschied machen vom Controller her.
Aber scheiß drauf, ich kann da jetzt eh nichts dran ändern. Ja? Das war knapp, das war gelogen, ich bin zigmal gestorben. Oh. Will der Vogel mich jetzt töten oder nicht? Weil er hat mich jetzt gerechnet. Es war das Licht, das sie hasste, das Licht unserer Art. Doch Oris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Oh, er? Oh. Nicht wegrennen! Bleib hier! Ich fürchte schon, dich an Kuros Fängen des Hasses verloren zu haben, aber Gummo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Ja, ich mag Gummo. Ich weiß nicht, an wen Gummo mich erinnert, aber ich mag ihn. Doch sieh her, der Ginsobaum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Wir haben jetzt doch keine Zeit zu verlieren und müssen sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. So tief in den Eldensruinen im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Ich rette doch gerne den Wald. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part ist, Leute. Es geht 4 Minuten, das kürze ich. Es gibt 12 Minuten. Also 4. Ach, eigentlich bin ich schon drüber. Wenn ich kürze, bin ich nicht mehr drüber. Puh, puh, puh. Kann ich im Wasser schwimmen oder sterbe ich dann? Oh, ich kann schwimmen. Wie cool. Oh, da sind aber Gegner. Was, wie süß. Wow. Aua, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Boah, ist ganz schön frech. Kann er mitkommen, oder? Wo rennt es hin? Aua. Na gut, wollen wir mal schauen, ob wir ihn dazu überredet kriegen. Hallo? Sag mal, was machst du, Kackvieh, denn? Komm doch her. Wieso rennt es denn immer wieder weg? Na, ein Herz habe ich ja noch. Aber ich glaube, ich mache das wann anders. Ist okay. Da geht's nicht weiter. Dann geht's vielleicht hier weiter. Nee, nee, geht nicht. Geht nicht. Cool. Wahrscheinlich, ich muss wohl schwimmen. Ja, gut, dann muss ich wieder. Boah, sag mal, du bist doch ein Arsch.
Okay. Aber ich hab's verstanden. Sind die so Bienen? Ein bisschen langsamer und... Aua. Ich nehme mal an, unter Wasser kann ich keine Speicher setzen. Ganz vorsichtig. Jetzt kann ich wieder schneller schwimmen. Okay. Kann ich dann auch speichern? Hier muss ich langsam durchschwimmen, es bringt mir sonst nichts. Oh. Sag mal, was machst du da? Das macht keinen Schaden oder wie? So. Wie viel brauche ich denn? Man weiß es nicht so genau. Aua. Munkelt noch. Oh, Kartenfragment, sehr gut. Ich möchte nach da oben. Ich will nicht sterben. Nein! Oh Gott. Meine Foot. Es könnte sein, dass ich das jetzt nicht schaffe. Okidoki. Ich hab's verstanden. Ich hätte einen Zwischenstopp machen sollen. Scheiße, das wird ein bisschen sehr knapp. Ich darf halt auch wirklich jetzt nirgendwo drankommen, geschweige denn... Komm schon, das kann es doch nicht sein. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, das war knapp. Lieber hier vorsichtig sein. Warum kann das Ori eigentlich nicht irgendwie mal zum Beispiel unendlich unter Wasser atmen? Warum? Schade, dass das halt kein Leben gibt. Oh, nein! Das war so schön. Okay, ich will nur noch oben ans quasi andere Ende wieder rankommen, wo ich das Kartenfragment dran machen kann. Und dann ist auch Ende Gelände. Weil ich glaube, jetzt habe ich hardcore überzogen. Jetzt bin
einfach nicht. Aua. Egal, das sollte trotzdem hinhauen. Und damit machen wir hier Feierabend. Haut rein!